Endlich die gute Version, Kiko. Ah, hallo Sift. Ist halt ein bisschen nervig, dass man dafür komplett neu anfangen muss. Aber es ist, wie es ist. So, hier war ich überall schon. Also ich habe hier schon ein Stück weit gespielt, wie du siehst, Sift. Wir sind jetzt gerade Gargoyle-Time sozusagen. Oh, der ist schon dead. Das ging schnell. Das ist sehr schön, da kann ich hier schön zaubern. Ja, das war easy. Ich glaube, ich habe zu viel Damage aktuell als Mage. ich habe auf dem Charakter jetzt, wo sehe ich denn das? 26 Intelligenz. Weil es ein bisschen viel ist, ist mir schon bewusst. Ich kann Vergebung erbitten, ich habe nicht gesündigt und ich kann die Gesten sehen mal an. Gegenstände kaufen, Läuterungssteine reduziert, Fluchsteiger und hebt Flüche auf. Verbrechen. Ich weiß nicht, ob ich den Läuterungsstein wirklich brauche. Bin mir nicht sicher, ob ich den killen will oder nicht. Welches Level habe ich jetzt? Ich habe Level 17. Wenn ich ihn jetzt kille, kann ich mir den Ablass direkt kaufen. Okay, diese scheiß Hunde sind viel zu schnell für Zauberei. Oh oh, no, 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 no! Der hat mich einfach irgendwie. Die haben mich einfach komplett gegroupt. Das ist ein Typ, ey. Ach stimmt, bei dem kann ich auch Wanderflüche kaufen. What? 4000 kostet ein Wanderfluch? What the fuck? Die Steine sollte ich, glaube ich, ein paar mitnehmen. Aber hier nehmen wir auf jeden Fall mal. Ups, ne, 99 wollte ich gar nicht haben. Aber wobei, wenn wir schon da sind, nehmen wir die für 99 mit. So. Wichtig ist, das Durchsprinten. Oh no. No. Nope, 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 nope. What? Wurde gerade ein Unhang gegriffen. Oh shit. Da bin ich dead. Da bin ich dead. Ich werde von unten angegriffen. Der Dämon springt mich an. Ich krieg hier zu viel auf die Fresse. Ich habe meins heute nicht mal eingesammelt. RIP Seelen, RIP Menschlichkeit. Und das war eine Übersteuerung. Sorry, Leute. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit Magie anfange oder mit... Ach, shit. Oh Gott. Aua. Aua. Der hat inzwischen einen Sprungangriff gekriegt, auf jeden Fall. No, no, no. No, no, no. Au, boah. Der Sprungangriff hat, glaube ich, ein bisschen Range gekriegt. Wir haben es geschafft. Uiuiui, ui, ui, wir haben es geschafft. Aber es war ein ganz schöner Krampf.
Ja, ich habe halt viel schon gemacht und dann kenne ich die Taktiken. Und habe halt auch genau das gleiche Bild, also ich muss mich nicht wirklich anpassen. Ich habe nur mein Bild im Zweifel ein bisschen stärker gemacht, beziehungsweise ein bisschen mehr auf Damage geskillt vor allen Dingen. Stärker würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen mehr auf Damage geskillt und habe Sachen, die ich im letzten Bild ausprobiert habe und die ich dann nicht mehr benutzt habe, wie zum Beispiel die Wunder, lasse ich halt aus. Dadurch kann ich mal mehr auf Damage gehen und dann ist natürlich auch alles schneller tot. Ja, Speedrun wird es nicht, aber es wird sehr flott vorangehen auf jeden Fall, das hoffe ich. Wäre ein bisschen frustrierend, wenn ich jetzt nochmal irgendwie 5-6 Stunden da in Blighthorn bräuchte. Und genau hier bist du. Oh, what? Ey! Frechheit! Frechheit! Ich muss jetzt ein paar Mal parryen, den guten Mann. Sonst wird's schwierig. Also ich muss solche schnellen Gegner muss ich auch mit Parries machen, das geht nicht anders. Der mit seinen Fat Rolls hier. Der ist ein bisschen wie Lumi am Fat Rollen, nur dass der hier sein Schild ab und zu wegnimmt und nicht permanent oben hat. Estus Friend, viel Sadman, ja. Aber er greift uns halt an. Armer Mann, armer Mann. Also wir hier nochmal komplett durchgehen durch den ganzen Kram. Oh, wow, hallo. Okay, mach ich wenig Damage, bis gar keinen. Oh, what? Ja, das war wieder das. Gegen die kann ich das nicht machen. Gegen die kann ich nur trinken, wenn ich sie parry vorher. Sehr schön. Haben wir den. Kann Special parryen als ich, Sedge. Tja, so ist ein bisschen der ganze Bild von mir geht ja auf Parry. Oh shit. Haben wir denn den letzten Range-Angriff gemacht? Das ergibt für mich wenig Sinn. Nein, ich wollte zur Seite! Ach Mann. Oh, das war zu früh. Oh, what? Wieso one-hitted der mich denn jetzt? Oh no. Ja. Genau, das ist die Combo, wenn ich von der Explosion gekillt werde und dann in seiner Melee-Range stehe, haut er mir einfach nochmal auf den Kopf, genau nehmen, wo ich aufstehe. Oh, what? Das war knapp. Hey! Frechheit! Au! Und das hat wieder einen Roll getroffen. Der hat sich genau noch korrigiert, ey. Aua! Au! Ich drück B! Und er rollt nicht! Weil er erstmal aufsteht und im Kreis läuft, oder was? Komm schon! Schaffst das. Ganz ruhig bleiben, Ben. Du hast ihn fast. Gehen wir hinter ihn, ein Stück weg. Jetzt, weil wir hinter dem Schwanz sind, sind wir schon safe. Und da haben wir ihn. 1A, klasse. Geschafft. So, was droppt denn der eigentlich? Ach, eine graue Scholle kriegt man von ihm. Okay.